So, wir sind hier bei der Firma Sommerkabel und heute erkläre ich euch, wie man einen ganz normalen XLR-Stecker an eine Mikrofonkabel lötet. Zunächst bräuchte man auf jeden Fall dazu ein bisschen Werkzeug, um den Mantel abzuisolieren. Haben wir hier ein Kabelmesser mit zwei jeweiligen scharfen Klingen, einen Kabelstripper, um die Innenleiter vom Mantel zu befreien, einen Seitenschneider, der möglichst klein und scharf sein sollte, zum Verlöten Blei- und halogenfreies Silberlot. Wir benutzen hier 4%iges Silber. Ein Kabelmessgerät, um zum Schluss das ganze Kabel durchprüfen zu können auf seine Funktionstüchtigkeit. Und als heißer Tipp, vielleicht das Lötzinn in Kombination mit etwas Lötwasser benutzen, was das Löten eindeutig verleichtert. Als erstes müssen wir den Stecker demontieren. Der besteht aus folgenden Teilen: jeweils der Kabeltülle, der Zugentlastung, den eigentlichen Kabeleinsatz oder Steckereinsatz und der Hülse. Also als erstes für die Montage müssen wir die Kabeltülle auf das Kabel aufbringen oder aufschieben, weil das im Nachhinein nicht mehr funktioniert. So, damit haben wir das schon vorbereitet. Dann nehmen wir unseren Einsatz und verspannen den ordentlich, damit er richtig fest zum nachträglichen Verlöten angebracht ist. Dann werden wir unser Kabel abisolieren. Wozu wir unseren Abisolierer nehmen für den Mantel. Der wird ganz leicht eingeritzt bis zum Schirm, wird dann abgezogen. So, ein ganz einfacher Trick, um den Schirm vom Innenleiter zu trennen, ist einfach kurz dran zu schnipsen. Dann springt der Schirm eigentlich immer weg, egal ob Kreuzgeflecht oder Wendelschirm. Dann nehmen wir das Füllmaterial, was wir eigentlich nicht mehr brauchen, was hier in dem Fall aus Baumwolle besteht, und schneiden das Füllmaterial einfach raus. Aus dem Schirm machen wir jetzt oder verdrehen wir jetzt, wir machen dann einen ordentlichen leitfähigen Ader draus. So. Die Innenadern befreien wir jetzt auch vom Schirm. Die Innenleiter möglichst kurz halten, denn der eigentliche XLR ist nicht unbedingt sehr tief. Macht sich besser dann beim nachträglichen Verlöten. So, jetzt nehmen wir hier unser Lötzinn. Optimale Löttemperatur bei 4% Silber sind ungefähr 320 Grad. Und in Verbindung mit Lötwasser funktioniert die ganze Sache dann einmal frei. So, jetzt füllen wir vorab erstmal unseren XLR-Stecker, der recht reichlich gefüllt sein kann, was zur mechanischen Festigkeit immer noch dient. So. Die Rückstände, die gelben, das ist im Prinzip nur das Flussmittel, was im Lötzinn drin ist. Das ist jetzt nicht weiter schlimm, das müssen wir nicht entfernen. Als nächsten Schritt werden wir die Innenadern verzinnen. Als ganz geheimer Tipp, damit das Kupfer oder das Zinn, aus was der Innenleiter besteht, das Lötzinn besser annimmt, einfach ganz kurz in Lötwasser tauchen, was normalerweise aus Zinkchlorid besteht und den ganzen Vorgang etwas beschleunigt und die ganze Sache etwas sicherer macht. So, jetzt verzinnen wir im Prinzip ganz normal unsere Adernenden und werden diese jetzt hier an unseren XLR-Stecker anlöten. Im Prinzip wird jetzt die Masse an Pin 1 angelötet und dann jeweils der Farbe entsprechend, was bei manchen Kabeln unterschiedlich sein kann, der rote auf die 2 und der blaue auf die 3. So, das werden wir jetzt einfach mal hier tun.
und der Pin 3 jeweils der kalte. So. Damit wäre unser Kabel eigentlich angelötet. Zur Montage schieben wir einfach den Kabel oder den Mantel des Kabels etwas nach oben, was bei den meisten Mikrofonkabeln ohne Probleme funktioniert. Dann nehmen wir unsere Zugentlastung, klicken die hier rein, halten damit den Stecker fest und schieben den in die eigentliche Hülse rein. So, jetzt nehmen wir unsere Kappe und schieben die im Prinzip drauf und verschrauben den ganzen XLR-Stecker fest, wobei dann die Kappe die Zugentlastung zusammenpresst und damit das Kabel vom Ausreißen schützt. Wer die Investition tun will, sollte sich ein Kabelprüfgerät zulegen, mit dem eigentlich alle handelsüblichen Kabelsteckverbinder zu messen gehen. Macht sich ganz gut, ist praktisch bei höheren Stückzahlen oder wenn man sich nicht so ganz sicher ist, steckt das Kabel im Prinzip rein und testet dann anhand der LEDs und diesem Schalter einfach alle Polungen durch. Das Gerät geht bis fünfpolig und macht alle handelsüblichen Steckverbinder.